Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Tja, wisst ihr Bescheid. Also, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Diesmal, wie ihr euch offensichtlich schon gedacht habt, werde ich die Elder Scrolls Online anspielen. Oder beziehungsweise weiterspielen. Ich habe letztes Jahr in der Beta schon mal ein bisschen gespielt und bin deswegen ziemlich aufgeregt, jetzt weiterspielen zu können. Es hat mir nämlich schon damals ziemlich gut gefallen. Aber ich wollte dann nicht die monatlichen Gebühren bezahlen und habe eigentlich darauf gewartet, dass es wie jetzt endlich mal fast kostenfrei ist. Und ja, ich denke mal, dann werde ich mir sofort meinen Charakter erstellen. Das letzte Mal habe ich eine kleine Elfin gespielt. Ich glaube, ich werde dasselbe jetzt wieder machen. Das war nämlich eigentlich echt cool. Natürlich eine weibliche, ist klar. Dann will ich doch auch gleich mal Lucari. Dann klasse. Drachenritterin, Zauberin, Nachtklinge, das klingt cool. Und Templerin. Was kannst du denn als Nachtklinge? Das klingt doch gut. Eigentlich schon in Skyrim war ich immer so eine ziemliche Diebin und sowas. Wahrscheinlich war das jeder, aber irgendwie hat mir das ganz gut gefallen. Also, wie sollst du denn aussehen? Maskulös. Na, so einen großen Unterschied gibt es da auch wieder nicht, glaube ich. Stattlich, was auch immer das... Ah, okay. Nicht unbedingt dünn, soll uns das, glaube ich, sagen. Ich glaube, Hager passt ganz gut zu einer kleinen Diebin. Sie war oder sollte nicht so groß sein. Ich glaube, das macht es einfacher zu schleichen. Keine Ahnung, ob das im Spiel hinterher irgendwelche Auswirkungen hat, aber... Hautfarbe. Gehen wir mal ein bisschen eher ran. Ja, so viel Unterschied gibt es da, glaube ich, auch nicht. Ist, glaube ich, relativ egal eigentlich. Ach, lassen wir es einfach mal so. Narben.
Das gefällt mir immer gut. Sieht man da irgendwas? Ah, da. Sowas finde ich irgendwie immer cool, wenn so ein bisschen im Gesicht kaputt ist oder so. Es gibt dem Charakter irgendwie immer so ein bisschen Leben. Irgendwie so viel Unterschied machen die ganzen Sachen nicht gerade. Aber egal. Ah, das ist auch unter der Rüstung. Okay, es wäre vielleicht ganz gut gewesen, sie nackt zu machen. Zumindest so nackt, wie es eben hier gewollt ist. Und sowas ist auch cool. Schönen Abend. Sieht schon fies aus irgendwie. Dafür bräuchte man dann auch eine schöne Hintergrundgeschichte, was passiert ist. Das sieht interessant aus. Ich frage mich, ob das so Tattoo-artig ist oder... Das ist mir schon ein bisschen zu bunt. Ich würde gerne die Bemalung aus ihrem Gesicht wegbekommen. Naja, wahrscheinlich kann man das woanders noch machen. Schade, dass man nur eine von diesen Körperbemalungen haben kann. Ich glaube, dann nehme ich sogar die krasse Verbrennung. Irgendwie ist das das Einzige, was so richtig so ordentlich Charakter hat. Und was über den Charakter aussagt. Oh, das ist traurig. Nein. Bisschen was sollte ja schon da sein. Bauch. Nee. Okay, Manga-Charakter wollen wir uns auch nicht machen, aber... Ich glaube, Mitte ist schon ganz gut. Großer Hintern. Nee, ich glaube, das passt nicht zu ihr. Füße. Wie es gelatschen. Da kommt das Gesicht. Gibt es hier vielleicht eine Glatze, ich glaube, das Gesicht zu machen? Ja, es ist einfacher, wenn man keine Haare hat. Heroisch. Sieht aber nicht freundlich aus. Sanft. Nee, kantig passt, glaube ich, am besten. Ja, ich glaube, so, das passt. Gott, wie nervig. Das klingt ganz niedlich. Warum müssen die alle so schreien? Ich will einfach, dass sie was sagt. Gott.
Ich glaube, die war ganz okay. So, machen wir jetzt erstmal das Gesicht, bevor wir die... Ah, Moment, erstmal Bemalung verschwinden lassen. Okay, das war nicht ganz verschwinden lassen. Oh, doch. Ah, besser. Dann Stirn. Was ändert sich da? Hat sich da irgendwas geändert? Okay, an der Seite. Das ist mir, glaube ich, relativ wurscht. Ich glaube, so ein bisschen Wangenknochen hat schon was. Jochbein, was ist das denn? Ich glaube, das ist die Höhe oder sowas. Lassen wir es mal so. Irgendwie macht das alles nicht so viel Unterschied, dass man da jetzt großartig was machen sollte. Was machen wir denn für Augen? Das ist ja irgendwie immer ganz cool. So ein böses Gelb. Das sieht mir nicht nach Gelb aus, aber okay. Irgendwie wäre sowas wie Lila auch cool. Ist das Lila? Aha. Nee, ich glaube, Grün gefällt mir da doch ganz gut. Was ist das? Weiß? Hellblau. Nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, das passt zu einer Waldelfe eindeutig besser. Augen. Riesige Manga-Augen. Ja, da mache ich die, glaube ich, wirklich riesig. Ich mag Katzenaugen. Lieber was weiter auseinander als ein bisschen zu nah zusammen. So. Richtig schön böse. Aber nee. Ich glaube, die ersten Augenbrauen waren sogar ganz cool. Ach, nehmen wir einfach die ersten. Obwohl, die sehen so böse aus. Man hat es nicht leicht beim Charakter erstellen. Man hat es nicht leicht. Na, ich glaube, die sind ganz gut. Eine große Veränderung. Dann Nase. Ich glaube, ich mache mir eine Stupsnase. Ich mag Stupsnasen. Falls ich das hinkriege. Hm.
Naja, so gut es eben geht. Hätte gerne so ein bisschen flacher oder so, aber. Ah, das sieht ein bisschen doof aus. Also passt schon. Oh, wie süß, sie lächelt ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ist ja doch ein bisschen krumm. Ich glaube, krumm ist auch ganz cool. So, und dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Wir machen hier mal eine ordentliche Frisur. Sieht sie doch gleich viel hübscher aus. Ich finde ja allgemein lange Haare ganz cool. Auch wenn das irgendwie so ein bisschen langweilig ist teilweise. Was würde denn so zu einer kleinen Waldelfe ganz gut passen? Ist irgendwie schon ein bisschen zu modern, glaube ich. Das erinnert mich ein klein wenig an meine Frisur. Das mag ich natürlich, aber ich weiß nicht, ob das so passt. Das sieht irgendwie niedlich wild aus. Ich glaube, das gefällt mir. Voll edel. Und nichts für eine Kriegerin. Wo hätten wir das? Ich glaube, diese Frisur gefällt mir tatsächlich echt gut. Nur welche Farbe. Dunkel ist eigentlich nicht schlecht. Rot? Nee. Ich glaube, grau wäre ziemlich doof. Gucken wir trotzdem mal. Gar nicht sicher, was für einen der dunklen Farben mir am besten gefällt. So ganz schwarz ist irgendwie. Bisschen bräunlich muss es, glaube ich, schon sein. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Ich entscheide mich für diese Frisur und diese Farbe. Ich glaube, das ist gut. Sie sieht aber nicht wirklich alt aus. Oh, jetzt, okay. Verzierung. Ach, Schmuck.
kleines Krönchen oder sowas. Hübsche Edelsteinchen oder so. Das ist ganz cool eigentlich. Nee. Also Sinn würde es machen, aber ich glaube, das ist da doch ein bisschen zu viel. Ich mag Augen. Sieht irgendwie lustig aus. Aber passt irgendwie so gar nicht zu ihr. Das ist auch cool. Weil das irgendwie dann so den Eindruck macht, als wäre sie irgendwie was Besonderes oder so. Das will ja keiner. Also Hörner hätten ja irgendwie auch was. Aber wenn schon, dann welche, mit denen man auch wehtun kann. Ordentliches Geweih wäre cool. Oh, jetzt kann ich mich entscheiden. Kleine Dämonenhörnchen oder was auch immer ich hier hinten gesehen hatte, was irgendwie ganz cool aussah. Das finde ich natürlich nicht wieder. Daraus. Hörner oder das? Da gucken wir erstmal Narben und Bemalung an. Schöne Katzenaugen. Sieht auch lustig aus. Ich glaube, da ist meine Verbrennung ein bisschen zu heftig, als dass man das ordentlich sehen würde. Lasse ich vielleicht die Verbrennung doch weg. So als Teil meines alten Charakters. Nimm dann hier irgendwie so was Hübsches. Auch wenn ich sagen muss, dass mir das schon echt gut gefallen hat mit der Verbrennung. Oh nee, ich will die Verbrennung wieder haben. Sieht sie so perfekt aus, das ist irgendwie... Nee. Das ist cooler. Der halbe Hulk. Ich glaube, ich mache dann wirklich diese Katzenaugen. Das ist auch cool. Das müsste bei beiden Augen sein. Irgendwie schon coole Sachen hier für Charaktere. Ja, doch, so ist besser. Hörner sind besser als Stirnband, eindeutig. Doch, so geht das, ja. Dann, was haben wir noch nicht gemacht? Zierung, Gesicht, ich glaube, das haben wir alles. Wie siehst du in Rüstung aus, meine Kleine? Ja, da sieht man eh nicht viel. Da siehst du wie ein kleiner Möchtegern aus. Aber das ist okay. Dann erstellen wir dich mal.
Ich denke, dass ich hier mal kurz eine Pause mache. Und dann kommen wir mit dem richtigen Let's Play gleich wieder.